Herzlich willkommen bei der RC-Werkstatt. Heute geht's an die Driftstrecke. Wie ihr seht, ich war ein bisschen driften. Schon lange Zeit nicht mehr gewesen. Hab meinen verstaubten Audi gepackt und bin an die Driftstrecke gegangen nach Mönchengladbach. Ich verlinke euch die ganzen Daten unten in der Videobeschreibung. Da ist die Facebook-Seite. Da könnt ihr die kontaktieren, sei es Öffnungszeiten, wann die Veranstaltungen sind. All das in der Videobeschreibung. Ich zeige euch einmal kurz die Räumlichkeiten. Wie ihr seht, das ist die Strecke, eine sehr große Strecke, die allerdings nochmal verändert wird. Ich meine, Januar hat er gesagt, Januar wird das Layout geändert, die Streckenführung einmal neu gemacht und dann geht es weiter wie gewohnt. Die Räumlichkeiten, die Schrauberplätze sind getrennt voneinander zu der Halle, in der gefahren wird. Hier einmal die Räumlichkeiten, wo man halt an den Autos schrauben kann, wo man die Akkus laden kann. All das hier, ein sehr familiäres Umfeld. Echt nette Leute da. Ich will nicht länger rumquatschen. Ich zeige euch einfach mal ein paar Aufnahmen. Ja, ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe. Ich bin selber wenig gefahren. Deswegen hier jetzt die Aufnahmen.
Ja, ich denke, ich werde demnächst dann auch öfters jetzt zum Driften kommen in der Winterzeit, denke ich. Das ist. Was ist los? Ja, Akku ist gleich leer. Hau rein, Junge, noch 1%. Oh, dann war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.